Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Im letzten Part haben wir uns ein wenig in Baumhausen City umgesehen und anschließend von Troy das Devonscope erhalten. Und nun befinden wir uns in der hiesigen Arena. Ich bin schon sehr gespannt, was hier so auf mich zukommen wird. Denn rein optisch finde ich die echt cool. Also damals war es so, dass die Arena quasi... Dass die Arena quasi irgendwo eine Etage gewesen ist. Und da waren halt überall Drehtüren mit jede Menge Trainern eben dazwischen. Und die haben die Drehtüren hier beibehalten. Nur finde ich, die sehen irgendwie wesentlich cooler jetzt aus. Und ich mag das total gerne, dass es jetzt so nach oben geht und dass man auch aus der Arena rausgucken kann. Also doch, gefällt mir richtig gut. Nichtsdestotrotz, obwohl ich natürlich Kai super gut einsetzen könnte, will ich auch die anderen so ein bisschen mit benutzen. Dass die auch mitgelevelt werden, weil für Wiebke, denke ich, sind wir vom Level her sowieso eigentlich schon passend. Von daher gesehen, ja. Aber da muss ich jetzt mal auf Kai wechseln. Ich hatte gerade so überlegt, Metang nicht so gut, weil Psycho oder Stahl gegen Stahl ist nicht so gut. Gardevoir, ähnliches Problem. Und ja. Also ich denke, wie gesagt, ich werde gucken, dass ich die anderen hier auch so ein bisschen einsetze und Kai natürlich dann auch, wenn ich ihn brauche. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was Wiebke hier für Pokémon hat. Also ich weiß, sie hatte hier eigentlich in Smaragd zumindest ihr Altaria, was sie natürlich in Rubin und Saphir auch hatte, ist ja ihr Signature-Pokémon. Sie hatte einen Panzer-Eron. Sie hatte, glaube ich, noch einen Pelipper und einen Tropius, irgendwie so. Aber das hatte sie halt in Smaragd. Ich weiß nicht genau. Oder hatte sie auch einen Wablu? Ich weiß gar nicht genau. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie in Rubin und Saphir ein etwas anderes Team hatte. Ein etwas kleineres Team, glaube ich, auch. Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, was uns hier erwarten wird. Ich werde auf jeden Fall mit Kai starten und dann einfach mal gucken. Ich würde ihn nur nicht so gerne gegen Altaria reinschicken, weil Altaria konnte damals immer Erdbeben und finde ich da nicht so gut. Mal gucken. Geheimpower! Vielleicht kriegen wir auch noch einen Altaria, bevor wir bei ihr ankommen. Das fände ich ziemlich cool. Hihi. Gut, Neji ist hier natürlich nicht so gut. Aber ich möchte ihn eigentlich so ein bisschen trainieren, auch wenn er gerade ein bisschen pennt. Also ich weiß nicht, wenn ich solche Attacken mache wie Gesang oder Hypnose oder so, trifft es irgendwie gefühlt nie. Schön. Kill du dich selber. Ich mag den Beulenhelm. Wenn ich nicht gerade gegen legendäre Pokémon kämpfe. Also wer meine Pokémon-Let's Plays mal so ein bisschen verfolgt hat, der wird festgestellt haben, dass ich, glaube ich, schon zweimal legendäre Pokémon mit dem Beulenhelm platt gemacht habe. So. Ich muss mich vor Wiebke sowieso nochmal heilen, aber hier komme ich auch direkt wieder runter, so wie es scheint. Das ist ja praktisch. Ah, ich mag diese Arena. Die passt auch richtig gut zu den Baumhäusern, muss ich sagen, weil hier überall diese Baumstämme rumstehen und die Wände der Arena auch aus Holz sind. Also doch. Also von den Städten her mag ich Graffiport liebend gern. Also ich mag alle Städte, das vorweg, aber ich mag Graffiport besonders gerne, einfach weil es eine Hafenstadt ist. Ich liebe auch Bad Lavastadt wegen den heißen Quellen. Aber da mag ich Graffiport, glaube ich, doch lieber. Und eben von den Städten, die wir bislang hatten, auch Baumhausen. Ich weiß nicht, also Graffiport und Baumhausen sind bei mir so gleich auf. Einfach weil Hafenstadt ist bei mir immer weit vorne. Aber andererseits, Baumhausen hat so eine tolle Idee dahinter. Deswegen. Aber es kommen auch noch ein paar Städte, die ich echt gerne mag. Es reicht noch nicht ganz für ein Level-Up.
würde ich sagen, wir bleiben mal mit Wablu drin. Und dann verziehe ich mich wieder. Dann sollte das auch für das Level-Up und für die Entwicklung reichen. Oh, ich freue mich so auf Altaria. Wobei ich muss sagen, ich finde, Wablu sieht in meinem Rahmen wirklich unglaublich süß aus. So irgendwie, dadurch, dass die Flügelchen so klein sind gegen den runden Körper, sieht es total niedlich aus. Sie werden so schnell groß. Es ist unfassbar. Generell, wenn ich bedenke, wie lang dieses Projekt schon ist und wie viel Spaß ich immer noch dran habe, das ist so schön. Perfekt. Wiebke, ich habe verloren. Soll vorkommen. Nanu, Neji entwickelt sich. Und da haben wir unser Altaria. So ein schönes Pokémon. Und da ist auch unser Feuer-Odem, den ich jetzt auch erstmal nehmen werde, denke ich. Ja gut, vergessen. Ja, Watteschild ist eigentlich schon ganz cool, um die Verteidigung zu erhöhen. Aber ich nehme es jetzt erstmal weg, weil ich glaube, so für die normalen Trainerkämpfe brauche ich es nicht unbedingt. Allerdings denke ich, vor allem Mega-Altaria kann uns später ziemlich gut helfen bei gewissen Kämpfen durch die Typkombination. Da werde ich mir überlegen, ob ich mir den Watteschild vielleicht mit einer Herzschuppe nochmal zurückhole, weil es kann echt ziemlich praktisch sein. Aber mal gucken. Auch der Wind, den man hier hören kann und die Blätter, die da durchwehen. Echt toll. Wobei ich generell Flug-Pokémon-Arenen eigentlich nie als wirklich schwer einstufen würde. Also halt überlegen, in Kanto gab es keine. In Johto gab es halt Falk, das war die erste Arena, ne? Gut, ist sowieso nicht so. Wie ist eigentlich Stahl auf Flug? Du kannst Verfolgung, ist ja ekelhaft. Okay, normal effektiv. Ich will jetzt auch ehrlich gesagt nicht rauswechseln mit der Verfolgung. Dann, gut, hier gibt's Wiebke. Die fand ich jetzt auch ehrlich gesagt nie so schlimm. Außer vielleicht die Erdbeben auf ihrem Altaria, aber sonst. Was gibt's noch so für Flug-Pokémon-Arenen? Ich habe jetzt bestimmt irgendeine ganz wichtige Flug-Pokémon-Arena vergessen. Also in Sinnoh gibt's keine. In einer gibt es Geraldine. Die fand ich aber auch nie so bedrohlich. Um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, also Elektro ist halt einfach so eine blöde Schwäche. Ah, wenn man da nicht durchkommt, dann drückt sie da so gegen. Aha. Das ist ja cool. Okay. Also ich kann sowieso nur hier lang. Also wie gesagt, Elektro ist halt sowas, was ich immer dabei habe. Also Wasser und Elektro habe ich immer. Feuer habe ich meistens, aber nicht immer. Und ansonsten ist es bei mir immer so ein bisschen Mischmasch. Ich habe eigentlich immer sehr gerne ein Drachen-Pokémon dabei. Aber seit es Feen-Pokémon gibt, ist das bei mir auch nicht mehr selbstverständlich. Ich meine gut, ich habe jetzt mit Gardevoir eine Fee, eine halbe, und Altaria ist ja so zu einem Drittel Fee. Das ist bei der Mega-Entwicklung halt eine Fee. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, wenn ich jetzt gegen Drachen-Pokémon kämpfe, dass das schon echt praktisch ist, wenn ich dann Mega-Altaria habe, weil es kann Drachen- und Feen-Attacken und ist selbst immun gegen Drachen-Attacken. Das ist schon sehr praktisch. Das macht ja überhaupt keinen Schaden. Na gut. Da muss Kai wieder ran. Du mit deinem Schutzschild, ne? Ist ja schon so dezent nervig.
Ah, 35. Grimasse. Nee. Also wenn es Sternhieb gewesen wäre. Das lernt er, glaube ich, erst wesentlich später. Aber man darf ja noch träumen. So. Du hast 35, dann so. Ich glaube, jetzt kommt sowieso Wiebke. Ist da oben jetzt schon? Hui. Ja, ist sie. Will ich jetzt schon zu ihr hin? Ja, ich bin so ein bisschen angeschlagen. So. Ich denke, das sollte passen. Wir versuchen es einfach mal, wie es da im Wind steht. Das ist echt schick. Okay, versuchen wir es einfach mal. Habe ich jetzt... Ja, ich habe keinen nach vorne getan. Gut. Ich mag Wiebke übrigens sehr, sehr gerne. Ich bin Wiebke, die Leiterin der Arena von Baumhausen City. Ich bin eins mit meinem Vogel-Pokémon und gemeinsam tanzen wir durch die Lüfte. Wie anstrengend der Kampf auch ist, wir gewinnen mit Grazie. Meine Vogel-Pokémon und ich werden dich mit unserer eleganten Choreografie beeindrucken. Ich mag sie, wie gesagt. Versus Wiebke. Schwalboss. Es kann auch sein, dass sie damals einen Schwalboss hatte. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Vier Pokémon hat sie auf jeden Fall. Dann schauen wir doch mal. Erstmal Megan. Und den mit Ruhe raushauen, das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Und wir sind auch schneller als Schwalboss. Gut. 33, das passt. Gut, Kai ist natürlich jetzt so ein bisschen stärker als die anderen, aber gut. Brüller. Nee, Kai, nee. Er wird dann einfach nach der Arena ein bisschen weniger eingesetzt. Altaria. Ja, da will ich eben nicht unbedingt drin bleiben. Ich weiß nicht, ob du irgendwas hast, was Kati wehtun könnte, sonst würde ich dich einfach mit einer Feenattacke platt machen. Gut, das Erdbeben wird auch ziemlich wehtun, aber ich will da echt nicht mit Kai drin bleiben. 35, okay, das habe ich mir gedacht. Wie viel Schaden macht ihr das? Wow. Ein bisschen. Ein bisschen. Also das Altaria war eigentlich meine größte Sorge. Aber gut. Dann sollte das wohl doch nicht so schwer werden. Also bislang waren die Arena-Kämpfe eigentlich alle sehr angenehm. Felicia haben wir ziemlich schnell platt bekommen. Camillo überraschenderweise eigentlich auch. Walter war sowieso kein Problem. Gut, Flavias Kuddel hat mich ein bisschen geärgert, aber sonst auch eigentlich nicht. Norman war auch wesentlich einfacher als gedacht und Wiebke, naja. Aber gut. Vielleicht gibt es ja auch diesmal sowas wie Rematches gegen die Arenaleiter, was ich ziemlich cool finden würde. Und Pilippa, ja gut. Aber man könnte ihr auch ein Mega-Altaria geben. Und wenn nicht, dann nicht. Gibt bestimmt noch genug anspruchsvolle Kämpfe in dem Spiel. Sie hat halt leider einen blöden Typ. Noch nie zuvor ist mir jemand begegnet, der einen grazileren Kampfstil hat als ich. Ladungsstoß, Ladungsstoß, Ladungsstoß. In Anerkennung deiner Fähigkeiten überreiche ich dir diesen Arena-Orden.
Sie erhalten den Federorden. Mit dem Federorden gehorchen dir alle Pokémon bis Level 70, auch die, die du per Tausch bekommen hast. Außerdem kannst du nun die VM-Attacke Fliegen auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Und das ist ein Geschenk von mir. Ruheort. Wie cool. Mit Ruheort landet das Pokémon auf der Erde, um seinen verwundeten Körper zu schonen. Dadurch kann die Hälfte seiner maximalen KP wiederhergestellt werden. Allerdings solltest du beachten, dass das Pokémon für die Dauer dieser Runde den Typ Flug verliert. Du hast mich besiegt, du willst bestimmt noch hoch hinaus. Eines Tages wirst du dann erhaben durch die Lüfte segeln. Ja, das habe ich im Gefühl. Also Ruheort ist schon ganz cool, aber ich glaube, da habe ich nicht wirklich Platz für in meinem Moveset. Generell, ich habe Aeroas. Ich habe mein Feuerodem, meinen Zauberschein und meine Geheimpower. Aber ich muss Neji auch noch irgendwie Fliegen beibringen. Vielleicht nehme ich auch die Geheimpower erstmal weg. Die wollte ich sowieso nicht bis zum Ende behalten. Und wenn ich mir dann bei Gelegenheit eine Geheimbasis einrichte, dann kann ich auch einfach Zickzacks kurz aus der Box holen für die Geheimpower. Gut, dann sind wir hier auf jeden Fall fertig. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht irgendwo hinfliegen sollten, aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht wieso, weil die Surfstrecken hatten wir ja. Stärkefelsen. Also eigentlich haben wir unsere VMs ganz gut genutzt bis dato. Und so Sachen wie gesagt, Neumalvenfroh oder so, wird uns bestimmt gesagt werden, wenn wir da irgendwann mal rein können oder generell. Also ich glaube, erstmal müssen wir nirgendwo hin zurückfliegen. Das habe ich alles eigentlich schon erledigt. Aber wie gesagt, ich werde es Neji jetzt trotzdem mal beibringen. Da. Ich finde das voll doof, dass Kai kein Fliegen lernen kann. Ich meine, so ein fliegendes Voltenso hätte natürlich was. So, wir verzichten auf die Geheimpower erstmal. So. Du hast schon 36, du hast noch 34 und du auch. Okay. Alles wunderbar geordnet. Dann verlassen wir Baumhausen City erstmal wieder, leider. Ich liebe diese Stadt, wie gesagt. Aber wir werden garantiert nochmal dorthin zurückkehren. Denn ich will ja noch Sachen für die Geheimbasis einkaufen. Von daher gesehen. Was ganz cool ist, wir können mit Fliegen in diesem Spiel ja sogar Routen anfliegen, was ich sehr, sehr genial finde. Müssen wir nochmal schauen, wie das so funktioniert. Erstmal gehen wir hier jetzt weiter. Das war ja doch ein sehr schneller Arena-Kampf. Hi. Hast du Attacken auf Lager, die fliegenden Pokémon schaden können? Ich komme gerade aus der Arena. Also ich würde knallhart behaupten, ja. Also Ziel Nummer 1 ist es jetzt, dass Jan sich weiterentwickelt, weil ich gerne einen Sumpex hätte. Und ich hätte auch Steinhagel machen können, aber egal. Und er kann es sich megern. So cool. Wobei ich nicht so der Fan von Megasumpex bin, zumindest noch nicht. Das kommt vielleicht noch. Also, als ich damals gehört habe, Megasumpex, dachte ich so, ja, ich liebe Sumpex, Megasumpex. Dann habe ich mir angeguckt und dachte mir so, was? Weil es ja doch sehr nach Hulk aussieht. So ein bisschen. Und deswegen habe ich so gedacht, ne, irgendwie. Xatu. Kann ich eigentlich auch drin bleiben? Ich finde es jetzt auch nicht schlecht, muss ich sagen. Aber ich finde das normale Sumpex optisch zumindest ansprechender. Und sein Bauch guckt mich übrigens gerade ziemlich böse an, Maxatu. Und aber ich mag Mega Sumpex so halt von der Fähigkeit her und so weiter. Deswegen mal gucken. Vielleicht überzeugt es mich ja noch. Wunschtraum ist ja ekelhaft. Unheilböen.
dieser Sound dabei war auch wunderschön. Hättest du es jetzt getroffen, wäre es besiegt gewesen. So muss ich jetzt leider auswechseln, weil das doofe Xatu sich jetzt mit dem Wunschtraum heilt. Boah, Jan! Ich bin dafür. Wir schreiben jetzt bitte alle ein Boyan mit einer Jan-Schelle dahinter in die Kommentare. Für diese Frechheit. Doch, das finde ich gut. Ganz viele Boyans. Die hat er sich dafür auf jeden Fall verdient. Und ich bin dafür, wir gehen jetzt alle auf Jans Kanal und schreiben ihn ein Boyan mit Jan-Schelle in die Kanalkommentare. Einfach aus Prinzip. Dafür, dass er sich in diesem Let's Play schon so oft selbst auf die Nase gehauen hat, einfach nicht angegriffen hat durch die Paralyse oder rumgedörbt hat. Ich glaube, er wird ein bisschen böse sein, wenn ich zu so einem Spam aufrufe. Aber es ist mir das wert. Doch, das ist es mir wert. Könnt ihr sehr gerne tun. Ich werde das nachprüfen, wer es getan hat. Und wenn ihr das getan habt, dann bekommt ihr einen virtuellen Keks von mir. Einmal für, wenn ihr es hier in die Kommentare geschrieben habt. Und noch einen viel größeren Keks, wenn ihr es bei ihm in die Kommentare geschrieben habt. Ich spiele Ninja und das war eben mein Tanjutsu. Sehr schön. Und Psychokinese. Du kannst gerne noch mehr Gift-Pokémon haben. Habe ich kein Problem mit, da freut sich Kati. Also eigentlich freut sie sich ja nicht, weil sie auch eine Giftschwäche hat, aber da die sowieso nicht dazu kommen, irgendwas zu machen, freut sie sich dann doch wieder. Wunderschön. Aber so ein Tanjutsu hätte ich auch manchmal ganz gerne. Allerdings, wenn dann so ein komischer Pappkarton erscheint, nützt mir das auch nicht viel. Aber prinzipiell doch. Mein Schirm, mein Pokémon und ich. Würde eins dieser Elemente fehlen, wäre dieser wunderschöne Anblick ruiniert. Also ich laufe hier knallhart ohne Regenschirm durch. Würde ich im wirklichen Leben auch nicht machen. Dann sehe ich nämlich immer aus wie so ein begossener Pudel mit meinen langen Haaren. Es fängt an zu regnen und Prognose. Sieht süß aus, wobei ich mag, glaube ich, die Sonnenform am liebsten. Die finde ich immer ganz niedlich. Meteorologe, das könnte ein bisschen wehtun. Oh, ein bisschen. Ich hätte natürlich auch von vornherein Zauberblatt machen können, was sehr effektiv gewesen wäre, aber hey, das wäre doch zu einfach gewesen. Begrenzer. Nee, danke. Tut mir leid. Das Formeo hat mich angegriffen. Es hat mich provoziert. So, da ist wieder ein Zerschneiderbusch. Das ärgert mich immer so, dass ich keinen Zerschneider habe. Was ist denn da hinten? Kann ich das von hier aus sehen? Natürlich nicht. Nee, nee, nee. Ah, und da ist dieses coole Labyrinth. Okay, dann machen wir dich heute aber noch. Pokémon haben viele spezielle Fähigkeiten. Wenn du ein wirklich erstklassiger Trainer werden willst, musst du dich intensiv mit ihnen auseinandersetzen. Das stimmt allerdings. Aber da ich kein Competitive spiele, habe ich auch nicht so die Riesenahnung, was das angeht. Oh. Hi, Milotic. Das wäre auch so ein Pokémon, was ich mal liebend gerne im Team hätte, aber... Ja, das ist so viel... 36! Das ist so viel Arbeit.
Und dann müsste ich wahrscheinlich ohne Hydrobi spielen, weil so zwei Wasser-Pokémon in Höhen, ne? Autsch. Ich finde so Melodik im Regen ist gar nicht mal so nett. Es ist gar nicht mal so nett. Ich hoffe mal, ich bin schneller und mach's jetzt platt? Fragezeichen. Kai. Kai, tu was. Boah, Kai. Wenigstens hat er es überlebt. Ich habe nichts gesagt. Alles ist gut. Ich dachte, er geht jetzt drauf. Kai, das hast du gut gemacht. Level 37. Nicht schlecht. Also, wie gesagt, so Melodik im Regen auf 36 ist schon echt nicht so nett. Huch, die wollte ich doch gar nicht nochmal ansprechen. Ich will mal gleich ausprobieren, was passiert, wenn ich wieder auf diese Route hier fliege, also wo ich dann lande. Das würde mich doch mal interessieren. Und dann haben wir Fliegen auch mal im Einsatz gesehen. Sind wir doch nochmal in Baumhausen gelandet. Kann nicht schaden, die Stadt ist so schön. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit den Routen funktioniert. Passt auf, gleich lande ich so 2 Meter vor Seegras Ulp City und denke mir so, ups. Nein, vermutlich nicht. Kann ich die Route nicht anfliegen? Kann man hier? Ich dachte, man kann Routen anfliegen. Ach, ich kann solche Orte anfliegen. Aber nicht direkt Routen. Ach so. Das heißt, ich kann aber, ich habe meine Geheimbasis hier auch eingerichtet. Das heißt, ich kann ja immer wieder zu meiner Geheimbasis hinfliegen. Das ist praktisch. Es ist cool, dass ich diese Orte alle einzeln anfliegen kann. Salba-Station, Schlotberg, die Meteorfalle. Das ist auch sehr praktisch. Die Seewoge Neumalvenfroh, das finde ich auch sehr cool. Und die Südinsel. Das ist cool. Aber vielleicht kann ich auch später erst direkt zu Routen fliegen. Oder ich mache das gerade irgendwie falsch. Das kann auch sein. Egal. Aber es ist auf jeden Fall praktisch zu wissen. Dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.